Wow, es ist soweit. Wir haben 100 Jahre gewartet. Das Original der Häschenschule ist 100 Jahre alt. Man mag das kaum glauben. Mir wurde die Häschenschule vorgelesen. So alt bin ich, Leute. Ja, das sehe ich, meine liebe Anke Engelke. Es gibt eine neue Ausgabe, eine neue Fassung, eine neue Häschenschule. Mensch, das ist doch mal eine gute Idee. Da bin ich mal gespannt. Endlich, denn die alte ist so ein wenig überholt. Ah ja? Manche würden sagen, ein bisschen altbacken oder unmodern. Also ich würde das nicht sagen. Weiß nicht, wie es euch geht, meine lieben Freunde da draußen. Dabei leben wir in Zeiten, in denen Zugewandtheit wichtig ist, Aha. Diversität, Oh je. Offenheit, Humor. Ja, also gerade Humor. Also, dass mir die Woken mit Humor kommen, ne? Wir wissen ja, dieser ganze Woke-Rotz, der zerstört den Humor geradezu, weil politische Korrektheit und Humor, das verträgt sich nicht. Wenn man über niemanden sich mehr lustig machen darf, na gut, wem sage ich das hier? Ihr wisst ja selber Bescheid. Respekt. Respekt, genau. Wer fordert nochmal Respekt immer ein? Welche Bevölkerungsgruppe war das nochmal, die auch so eine falsch verstandene Vorstellung von Respekt hat? Ich komme gerade nicht drauf. Und es ist alles drin, denn ich hab's gewagt, die Geschichte ein bisschen zu pimpen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, meine Lieben. Anke hat eben gesagt, ihr habt es gehört, sie, und zwar sie persönlich, hat es gewagt, die Geschichte ein bisschen zu pimpen. Merkt euch das. Das ist wichtig für gleich. Die Geschichte ein bisschen zu modernisieren. Es geht nach wie vor um Häschen, es geht nach wie vor um eine Schule, aber vieles ist neu. Musste das sein? Ich denke mal, nein. Ich würde mich total freuen, wenn dieses Buch viel vorgelesen werden würde, wenn es viel gelesen werden würde. Und dann bin ich natürlich sehr, sehr gespannt aufs Feedback. Und freue mich, sage Dankeschön, dass ich das machen durfte. Auch wichtig, Dankeschön, dass ich es machen durfte. Tja, meine Lieben, kann ich jetzt schon mal verraten, ich werde dieses Buch niemandem vorlesen. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Ja, mein Lieben, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater mir aus der Hasenschule vorgelesen hat. Nicht mehr so an den Inhalt, aber ich weiß noch, wie das Buch gebunden war, wie das Cover aussah und so weiter. Nun hat Boris Reitschuster über die neue Hasenschule von Anke Engelke geschrieben, beziehungsweise ein Kai Rebmann hat für ihn geschrieben. Und der sagt, dass die neue Häschenschule mit dem Original so gut wie gar nichts mehr zu tun hat, dass der Autor sich im Grab umdrehen würde und dass es halt geschrieben wurde für den Woken-Zeitgeist des 21. Jahrhunderts. Und der Neue in der Schule ist diesmal kein langohriger Nager, sondern ein junger Fuchs. Und dieser Fuchs, glaubt es oder glaubt es nicht, lebt vegan. Vegan, vorzugsweise von Karotten. Denn Fleisch ist out, vegan ist in. Obwohl ich seit über 25 Jahren kein Fleisch mehr gegessen habe, aber nicht aus Woken-Gründen, habe ich damit ein großes Problem. Hier wird ja Kindern vermittelt, dass Tiere irgendwie eine Wahl hätten. Es gibt nun mal Tiere, die sind Fleischfresser, muss man nicht mögen, ist aber nun mal so. Und ja, keine Ahnung, es gibt bestimmt irgendwelche Kinder, die da so beeinflusst werden, die dann plötzlich Hunde nicht mehr mögen oder Katzen, weil die Fleisch essen. Also, was soll sowas? Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ah ja, auch die Bauern bekommen ihr Fett weg. Die sind in der neuen Häschenschule nämlich alles Umweltsäue, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als Pestizide und ähnlichen Unrat über unsere Felder zu versprühen. Das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt fasst den Tenor, der in dem Kinderbuch augenscheinlich vermittelt werden soll, sehr treffend zusammen. Zitat: Bauern vergiften die Umwelt, Jäger schießen süße Tiere tot und Mähdrescher sind gefährliches Teufelszeug. Ja, hat auch wieder alles keiner gewusst.
Anke Engelke sprach ja vorhin von Rückmeldungen, die sie sich erwünscht. Ja, die bekommt sie und die bekommt sie mitten in die Fresse. Ich sage nur, bei Amazon 1,8 von 5 Sternen. Das ist desaströs, meine Lieben, desaströs. Und zum Abschluss kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, meine Lieben. Anke Engelke wurde nämlich von der Süddeutschen Zeitung mit den Vorwürfen der Landwirte konfrontiert. Und darauf sagte sie, mit dem Inhalt, sprich der Darstellung der Bauern als notorische Bösewichte, habe ich gar nichts zu tun. Das sei eine Vorgabe des Verlages gewesen. Denn ich hab's gewagt, die Geschichte ein bisschen zu pimpen. Ja, was denn nun, meine liebe Anke Engelke? Und vor allen Dingen, als ob eine Frau wie Engelke, eine so erfolgreiche und so reiche Frau, es nötig hätte, sich von irgendeinem kleinen Pissverlag, von dem ich noch nie gehört habe, sich Vorgaben machen zu lassen. Hätte sie ja sagen können, leckt mich am Arsch mit euren Vorgaben. Entweder mache ich es so, wie ich es will. Und wisst ihr, was ich glaube, meine Lieben? Es ist genau so geworden, wie Woke Engelke es haben wollte. Das ist jetzt eine reine Schutzbehauptung. Und eine Mutmaßung von mir. Also eine reine Schutzbehauptung, dass sie meint, sie hätte mit dem Inhalt nichts zu tun gehabt. Und wenn das stimmt, dann ist sie mit Verlaub noch dümmer, als ich es befürchtet habe. Mein Lieber, haut rein, macht weiter und bis später.